Die Aktienmärkte stehen auf der Kippe, aber die Bullen haben eine Chance. Die Lage ist derzeit im kurzen Zeitfenster ziemlich überverkauft, sodass hier eigentlich ein Bounce nach oben durchaus wahrscheinlich ist aufgrund der Überverkauftheit. Aber die Bullen müssen ihre Chance auch nutzen, sonst uiuiui, sonst könnte es unschön werden, denn es gibt überwiegend sehr, sehr wichtige Belastungsfaktoren. Erstens, die Renditen steigen, mit anderen Worten, Geld wird immer teurer. Das entzieht den Märkten latent der Liquidität. Zweitens, wir haben einen Dollar, der aufwertet. Das macht Schulden latent teurer. Die Welt ist in der Weltreservewährung Dollar verschuldet. Das dritte Kriterium, der dritte Belastungsfaktor ist China, dessen Wirtschaft überhaupt nicht in Gang kommt. Heute Nacht wieder sehr, sehr schwache Daten vom Immobilienmarkt. Und wir haben eben die Situation jetzt, dass die Erwartung, die Hoffnung der Märkte, dass die Fed bald die Zinsen senken kann, sich ziemlich in Luft aufgelöst hat nach den gestern besser als erwarteten US-Einzelhandelsumsätzen. Und so entsteht ein sehr deutlicher Widerspruch zu den Prämissen der Rallye, die wir im Grunde seit Herbst letzten Jahres gesehen haben. Diese Prämisse sagte, die Wirtschaft bleibt in einem Soft Landing, aber die Fed wird dennoch die Zinsen senken. China wird sich erholen, sodass die Konjunktur super läuft. Das waren so eine der zentralen Themen, die offenkundig jetzt nicht so ganz der Fall sind. Aber gucken wir uns die Gemengelage mal an, die wirklich spannend ist. Hier sehen wir mal im S&P 500, dem Leitindex der Welt, den Bullish Percentage Index, also ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Index. Und wir sehen, wir sind ziemlich überverkauft. Da gibt es noch Beispiele einer extremeren Überverkauftheit in der Vergangenheit. Aber da sind wir schon relativ weit unten, gar keine Frage. Wir sehen gestern der VIX, das Volatilitätsbarometer, 11,6% gestiegen. Der VIX übergeordnet ausgebrochen. Aber wenn der VIX zweistellig steigt, dann gibt es eine gute Chance, dass in den nächsten beiden Tagen ein Rücksetzer beim VIX kommt. Wir sehen hier auf linearer Basis den S&P 500 genau jetzt an einer Unterstützungstrendlinie, die bis in den März zurückreicht, also bis zur Bankenkrise, als ja die Stimmung plötzlich total schlecht war, als man Angst hatte, die Fed aber dann letztendlich den Märkten geholfen hat, sodass wir dann diese Rallye gesehen haben. Aber gestern der S&P 500 das erste Mal seit 28. März unter seinem 50-Tages-Durchschnitt geschlossen, und diese Tagesdurchschnitte 50er, 200er, das ist in den USA sehr, sehr wichtig, daran orientieren sich viele professionelle Investoren. Wir sehen hier in dem unteren Chart, da sind wir auch im kürzeren Zeitfenster natürlich überverkauft, auch wenn wir übergeordnet nach dieser Rallye, die wir gesehen haben, vor allem seit März, nach wie vor überkauft sind. Aber man muss eben die Zeitebenen unterscheiden, und hier sehen wir, dass der S&P 500 Future genau an seinen 55-Tages-Durchschnitt rangelaufen ist, da erstmal abgeprallt, und wir sehen auch in der kürzeren Zeitperspektive, dass hier sich so eine Wedge gebildet hat, die der S&P 500 immer, also so ein Kanal, den der S&P 500 immer von oben nach unten austestet, hier zumindest der Future, gestern sind wir da nochmal abgeprallt, also ein bisschen viel Charttechnik, nachher wird es aber gleich fundamental, es ist die Kombination, die ganze Geschichte so spannend macht, hier nochmal in Sachen Charttechnik. Selbst wenn wir jetzt diesen Bounce kriegen und die Bullen ihre Chance des überverkauften Zustandes nutzen, dürfte sich diese negative Divergenz auswirken, sodass wir dann wahrscheinlich den übergeordneten Trendkanal testen, und das wäre dann so um und bei 4200 Punkte, vielleicht schon Anfang September in 2, 3, 4 Wochen. Das wären dann nochmal 8,3%, 8,6% vom jetzigen Niveau aus. Der S&P 500 ist ja, glaube ich, so 4% irgendwas gefallen seit dem Top, der Nasdaq über 6%, aber schauen wir mal, wie die Dinge hier weitergehen. Wir haben gestern wahnsinnig viel Rot gesehen, 85% oder an die 90%, sowas dann zum Schluss, glaube ich, der US-Aktien sind gefallen, nur wenige sind gestiegen. Hier sehen wir eine Apple, die überhaupt nicht aus dem Quark kommt, jetzt so eine Wedge bildet, da kommt ein Ausbruch, entweder nach oben oder nach unten, da wird etwas passieren, aber wir brauchen, damit die Bullen ihren Konter nutzen können oder diesen Konter wirklich fahren können, brauchen wir irgendwie eine positive Nachricht, weil die Belastungsfaktoren, die ich eben genannt hatte, China, Dollar, Renditen, die das Geld teurer machen,
Die Prämissen, die auf der die Rallye basierte, die so ein bisschen angeschossen sind, da muss irgendwie eine Erzählung her, die das Ganze jetzt ein bisschen wieder stützt, diese bullischen Narrative. Wir sehen hier, dass die Geldflüsse sich in Richtung defensiv verschieben. Hier sind wir wieder unter die Nullerlinie gegangen. Also es, man sieht, dass Kapital eher in defensive Sektoren geht. Wenn Sie unten rechts mal gucken, dann sehen wir gestern zum Beispiel Healthcare, defensive Sektor, der stärkste. Wir sehen Finanzwerte unter Druck. Wieso, weshalb, sehen wir gleich. Wir sehen Dow Jones 1% im Minus, S&P 1,16, Nasdaq 1,14, also über 1% so durchschnittlich die Verluste. Wir sehen den WIX eben zweistellig im Plus und die Finanzwerte eben unter Druck, weil Fitch jetzt gewarnt hat, eben die Banken abzustufen, selbst den Dickfisch unter den Banken JP Morgan Chase. Und das Ganze erinnert oder hat so leichte Anklänge, könnte man sagen, an die Finanzkrise, als wir auch zunächst mal Kursverluste hatten, wie bei der Bankenkrise. Dann kamen die Abstufungen durch die Ratingagenturen, die das ganze Thema dann noch mehr in den Fokus gerückt haben. Wir sehen gestern der Dickfisch JP Morgan 2,5% im Minus, Bank of America über 3%, Wells Fargo 2,2%. Die Regional Banks hier links in diesem Chart, also die Regionalbanken, auch deutlich unter Druck, etwa 3% der Index nach unten. Also normalerweise überverkauft, passiert so ein Konter der Bullen, dass wir also einen Bounce nach oben sehen. Aber wir haben ein Problem. Wir haben eine sehr, sehr starke Long-Positionierung vieler Player am Markt, die vor einem Trend folgend sind. Das heißt, die Aktienmärkte sind gestiegen, dann gehen die mit, vor allem wenn die Volatilität gering ist. Und dann sind da Algorithmen am Start, die kaufen und sagen, okay, Volatilität ist gering, Aktien steigen, kaufe ich Aktien, macht es Sinn. Aber jetzt sind diese Player am Markt, etwa CTAs, Commodity Trading Advisor, natürlich bis Oberkante, Unterlippe mit Aktien vollgesaugt, sodass jetzt hier Nomura warnt, die in Gestalt von Charlie McGallagher, dass schon ein, wenn der S&P über 1% fällt, dann gibt es sozusagen automatisch ausgelöste Verkäufe, und wenn der S&P über 2% fallen würde, dann wäre es a mess, dann wäre das ein Desaster, so sagt es Nomura. Also wir könnten sozusagen, obwohl wir jetzt überverkauft sind im kurzen Zeitfenster, Probleme bekommen durch erzwungene Verkäufe von Leuten, die nach wie vor komplett Oberkante, Unterlippe auf der Longside positioniert sind. Hier sehen wir nochmal asiatischen Märkte. Die sind etwa dem gefolgt, was wir an der Wall Street gesehen haben. Asian Stocks dropped on concern over China's stuttering economy and signs the Federal Reserve will keep interest rates higher for longer to tame inflation. Also Zinsen bleiben länger hoch, so könnte man sagen. Wir sehen hier diesen gleitenden Durchschnitt, den, wo die Amerikaner, wie Klinsmann sagen würde, beachten, sehr stark beachten. Wir sehen jetzt übrigens auch dieses Gap zwischen der 10-jährigen US-Staatsanleihe und der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihe. Das ist jetzt 164 Basispunkte. Das ist die größte Differenz zwischen oder seit Februar 2007. Also wir sehen, wie schwach sozusagen die chinesische Ökonomie aufgestellt ist und wie vermeintlich solide die Amerikaner noch dastehen, sichtbar an den Anleihenmärkten. Die gestrigen Einzelhandelsumsätze haben dafür gesorgt, dass jetzt doch eine weitere Zinsanhebung noch ins Spiel kommt, nachdem das GDP Now Index Modell der Atlanta Fed sagt, die US-Ökonomie konnte um 5,03% gewachsen sein. Das hat dazu geführt, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen diese wichtige Widerstandsmarke von 4,25% gestern erreicht hat, dann aber zurückgeprallt ist. Da nehmen dann viele Gewinne mit. Das sind solche Marken, an denen gerne gearbeitet wird, gerne positioniert wird oder Positionen aufgelöst werden. Wir sind derzeit so bei 4,22. Wenn der nächste Schnaps über die 4,25 geht, das ist die entscheidende Widerstandsmarke bei der 10-jährigen US-Staatsanleiherendite, die wiederum die Benchmark im Grunde für die Anleihenmärkte weltweit ist, dann dürfte das sich hier bemerkbar machen. Zumal eben jetzt, wenn wir uns mal Aktien und Anleihen anschauen, die Anleihen immer attraktiver
Werten zu Aktien. Warum? Weil ich eben bei Anleihen, gerade bei Staatsanleihen, vergleichsweise risikolos sichere Renditen habe, auch Realrenditen, das heißt abzüglich der Inflation, sodass jetzt eben die Belohnung, die ich bekomme, wenn ich bei Aktien mehr Risiko eingehe, die Risk Premium, so gering ist wie seit 2007 nicht mehr. Und hier sehen wir mal, normalerweise bewegen sich Anleihekurse und der Nasdaq relativ parallel. Das heißt, steigen die Anleihekurse, dann fallen die Renditen, dann steigt auch der Nasdaq. Warum? Relativ simpel, wenn Anleihekurse oder wenn die Renditen steigen, wird Geld teurer, wird also den Märkten Liquidität entzogen und der Nasdaq ist sehr stark eben davon betroffen, die Aktienmärkte insgesamt, aber vor allem der Nasdaq. Und jetzt sehen wir, dass die realen Renditen, also die Renditen, die ich bekomme für Anleihen minus Inflation, jetzt bei 185 Basispunkten sind. Das ist der höchste Satz seit der Lehman-Pleite. Also das ist eigentlich jetzt ziemlich attraktiv, sich da Anleihen zuzulegen, während eben die Risikoprämie für Aktien so gering ist jetzt wie seit 2003 nicht mehr. Das heißt, ich kriege keine Entschädigung für mein Risiko, wenn man so will, oder so gering wie schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Und das macht die ganze Geschichte so fragil. Das gibt sozusagen dieser aktuellen Phase diesen interessanten Spin, könnte man sagen. Jetzt vor allem in Bezug auf die Fed, was kommt da, was passiert mit den Zinsen? Das ist ja für die Aktienmärkte aufgrund der Liquiditätsfrage eben sehr, sehr entscheidend. Wir sehen hier unten Commerzbank-Projektion, dass die Inflation erstmal nicht unter 3% gehen wird. Die wird jetzt, so sagt die Commerzbank, nicht deutlich nach oben gehen, aber eben auch nicht unter die 3%-Marke fallen. Das heißt, wir werden dauerhaft eine höhere Inflation sehen. Wir sehen jetzt, dass die Benzinpreise in die USA, die sind jetzt auf einem 10-Monats-Hoch. Das dürfte vorwiegend dann eben in die August-Inflationsdaten mit einfließen, nachdem im Juli nur ganz wenig diese gestiegenen Benzinpreise sich in den CPI-Zahlen schon bemerkbar gemacht hatten. Wir haben heute um 20 Uhr das FED-Protokoll. Und die FED ist ja gespalten, kann man sagen. Wir haben manche FED-Mitglieder, die sagen, wir müssen noch mehr tun gegen die Inflation. Wir haben andere, die sagen, naja, lass uns doch mal jetzt fertig machen, lass uns mal pausieren, lass uns die Zinsen jetzt erstmal nicht anheben. Dazu gehört Harker zum Beispiel, der das vorschlägt, während eine Michelle Bowman sagt, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Wir sind noch nicht fertig bei der Bekämpfung der Inflation. Die Zinsen in den USA jetzt erstmals seit längerer Zeit ja über der Kerninflation, also der Inflation ohne Nahrung und Energie. Zweiter oder einer der Belastungsfaktoren eben auch der Dollarindex, der deutlich gestiegen ist. Schulden werden also teurer. Wir sehen unten in diesem Chart, ich hoffe, Sie können es erkennen, dass der Dollarindex jetzt ziemlich genau an seinen 200-Tages-Durchschnitt anklopft, der eben auch sehr beachtet wird von vielen professionellen Investoren. Würde der Dollar da ausbrechen, dann wäre das sehr, sehr negativ für die Märkte. Aber der Klassiker ist eigentlich, dass ein solcher gleitender Durchschnitt, der einen Widerstand auch darstellt, erstmal dann abprallt. Dass der Dollar also jetzt kurzfristig erstmal wieder ein bisschen schwächer wird, die Aktienmärkte dann ein bisschen erleichtert sind. Das wäre eigentlich das klassische Muster. Aber wie gesagt, wir haben diese Belastungsfaktoren. Einer davon, vielleicht übergeordnet mit der wichtigste, ist China. In China droht, wie hier eine Analyse zeigt, eine Hungersnot. Wir haben Hitze im Süden, Fluten im Norden. Hier sind jetzt vor allem die Dinge unangenehm, weil eben viel von Erntefläche jetzt gerade nicht mehr brauchbar ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass Putin ja dieses Getreideabkommen aufgekündigt hat. Das bedeutet, dass aus der Ukraine derzeit kein Getreide geliefert wird, auch kein Mais geliefert wird. Das braucht man für die Schweinemast. Und gleichzeitig jetzt diese Naturkatastrophen, die man hat. Jetzt muss Peking schon nach Australien und Kanada vor allem gehen. Jene Länder, die man vorher gedemütigt hat, die Australier. Nun, da hat man gesagt, ja, wir machen mal Boykott für Kohle, wir kaufen von euch bestimmte Produkte nicht mehr. Jetzt muss man da bitten, dass man Getreide bekommt. Ebenso Kanada, mit dem man in schweren diplomatischen Verwicklungen war. Also das ist schon eine bittere Situation. Und vor allem wird eben die Dimension dieser Naturkatastrophen wird von den chinesischen Medien systematisch unterdrückt, wie Berichte zeigen. Hier sehen wir im oberen Bild mal Szenen aus einer Stadt, die apokalyptisch anmuten.
Hier hat man offenkundig Entscheidungen getroffen, dass man sagt, naja, symbolisch wichtige Gegenden, Städte wie Peking oder bestimmte Touristenstädte, die werden verschont. Das heißt, man leitet das Wasser dann eher in kleinere, unbedeutende Städte, sehr zum Leidwesen der dortigen Bevölkerung. Also das schafft sehr viel Unzufriedenheit. Die Wirtschaft läuft nicht so richtig. Das sehen wir an allen Fronten. Etwa jetzt eine große Schattenbank in China, nämlich Zhongrong International Trust, hat jetzt Anleihezinsen oder fällige Zinsen nicht bezahlen können. Das ist so ein bisschen das, was wir auch im Immobiliensektor jetzt mit Country Garden gesehen haben, dass praktisch nicht mal die Zinsen bedient werden können. Und das ganze Problem am Immobiliensektor, wir sehen heute die Hauspreise wieder rückläufig. Wir hatten jetzt mal vier Monate, dass die Hauspreise wieder ein bisschen gestiegen sind, aber im Grunde seit einem Jahr weitgehend rückläufig diese Preise. Und da hängt so viel dran für die Chinesen, das ist ein riesiges Problem. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Schattenbank verpasst nutzende Zahlungen. Das ist vielleicht der Beginn einer Bankenkrise, einer Finanzkrise auch in China. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Was versucht denn China jetzt zu machen? Und das, was man versucht zu machen gegen diese Lage, ist wiederum so sprechend. Das spricht für diesen Staatssozialismus, für diese Illusion, man könne alle Dinge planen, aber das Ausland spielt nicht mehr mit. Die Direktinvestitionen des Auslands gehen immer mehr zurück. Das Vertrauen in die chinesische Regierung ist verloren. Xi Jinping ist in einer schwierigen Lage, die das Ganze noch gefährlicher macht, wie in Sachen Taiwan, vielleicht da mit einem Ablenkungsmanöver. Aber schauen Sie sich das mal an, was da zwischen Realität und Illusion eigentlich alles passiert. China in der Krise, hast du keinen Plan, dann machst du einen Plan, in dem Fall einen 24-Punkte-Plan. Und beim DAX, da geht es jetzt um die Wurst, hält die Unterstützung. Da ist das Wichtigste, was Sie in Sachen Fundamental und Charttechnik wissen müssen, gerade auch beim DAX. Diese drei Empfehlungen, ich sage jetzt Servus und Ciao.